Das Das ist ja könnte natürlich sein, furchtbar. dass Das das ist Kritik anders. dran ist, dass ich keine Boobcam habe. Also ich Weißt bin du, mir was auch ich oft meinte? unsicher. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei meinem Blog. Mit dabei ist wieder der unglaublich hübsche und attraktive Hose. Oh, hi. Ich hätte nie gedacht, dass mein Name auf diese Aussage folgt. Ich weiß, das war gerade die unterste auf der Liste. Die wunderbare Anonymous. Hallo. Ich bin die kleine, aber niedliche Jeevee. Hallo. Und im nächsten Kinofilm als das Biest zu sehen, der Gorobai. Mal so als Frage, hast du zu Jeevee gerade klein, aber niedlich gesagt? Ja, also, ja, also was es ist diskriminiert und ich mit bin klein eigentlich auch nicht irgendwie wenn nicht klein. Niedlich? Wieso, der Penis ist? Von Maxi McFly ist normalerweise da. Also, auch ist der ist niedlich, Goro. Wie groß bist du denn, Jeevee Lee? 1,77. So klein ist es eigentlich gar nicht. Ich wollte auch gerade sagen, also für eine Frau ist es schon ziemlich okay. Ziemlich riesig. Okay. Ja, ist jetzt nicht. So klein bist du auch wieder nicht. Übermäßig groß, aber ist halt auch nicht Standgebläse oder fast, so, ne? Fast also, so groß wie Anne. Wieso, Anne, wie groß bist du? Das ist jetzt 1,82. E-Größenvergleich. Und das, wenn sie sitzt. Ah, sehr gut. Der Klassiker. Okay, Goro, wie groß bist du? 1,70 Pound. So klein bist du nicht, ich weiß nicht. Also mindestens. Okay, das ist doch schon ziemlich klein. Also ich muss einmal. Maxi, wie groß bist du? Ich muss einmal ganz kurz was einwerfen. Wie groß ist Nefi? Weil der ist ungefähr so groß wie ich. Nefi? I think. So ein Fingerhut groß. Ja, Nefi ist echt klein. Nefi ist so 1,70 oder so. Ernsthaft? Ist er kleiner als ich? Nein. Ja, dann ist er ja, warte mal, aber Nefi kam mir nicht so klein vor, so auf Gamescom oder so. Jetzt ich auch nicht. Ungefähr, weiß nicht, ich kratze so gerade an der 1,90. Ich weiß gar nicht, wie groß ich bin. Wann er nachgemessen hat, ne? Das letzte Mal habe ich meinen Penis ich nachgemessen. Schätzen, von du bist 1,74. Ach, deswegen so. Hast du 1,90 im Kopf. Oder 1,75. Ja. 20 Zentimeter habe ich es im Kopf gerade. 1,90. Oder? Was meinst du, Max? Du hast ja Goro auch schon sehr oft gesehen. Wie groß ist Goro ungefähr? Ich hole gleich einen Zollstock und frage Tyska, ob die mir hilft. So ja, mach mal. Tyska! Ja, genau, weil Tyska. Kopfhörer, da kann man super durchhören. Wenn ich laut genug brülle, dann vielleicht schon. Tyska! So schon mal gar nicht. Okay, warte mal, wenn ich hier die Kür haben will, das will ich. Die hat heute keinen Freigang. Die darf heute die Küche nicht verlassen. Die darf heute die Küche nicht verlassen, ey. Latin, Copper ist eigentlich egal, okay. I'll get one of those. Wobei, das ist ja jetzt schon so ein bisschen wie Gronkh und, wie heißt sie? Pandoria, ne? Boah, Pandorias Büchse. Oder so. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen Laserstrahl irgendwo zu reflektieren, dass er wieder in die Chemie Wasser hat. Was ist eigentlich passiert, wenn die Frau plötzlich in der Stube steht? Ja, guck mal. In der, was ist überhaupt eine Stube? Im Wohnzimmer steht. Ach so. Was ist passiert, wenn die Frau im Wohnzimmer steht, Hose? Kein Brot mehr in der Küche, keine Ahnung. Sandwich fertig? Dann war die Kette zu lang. Ach so. Ich finde Sandwich fertig ist auch ein guter Grund, als ob ich in die Küche gehe, um mein Sandwich zu holen. Das Bier war alle. Wow. Was für Sie, oder was? So, haben wir jetzt die frauenfeindliche Folge auch eingeleitet, ja? So. Die frauenfeindliche alle getriggert. Folge. Ja, alle getriggert. Besonders Anne. Also, wer will nochmal? Wenn ihr Freischein für eine frauenfeindliche Folge habt, also natürlich neben dem normalen frauenfeindlichen, was ihr sonst so bringt, dann müsst ihr es aber schon mehr nutzen. Neben dem normalen Frauen, bist du auch so eine Frau, die getriggert wird, die wenn Chance wir das falsch machen? Anne ist super getriggert. Ich werd getriggert bei sowas. Ernsthaft? Aber es geht so. Nicht so wie so ein Veganer, wenn du ein Schnitzel isst, also. Aber schon fast. Ja, nicht so wie so ein Veganer, diese Asozialen, ja. Aber die sind ja richtig kaputt. Frauenfeindlich also die Frauenfeindlichkeiten sind okay, aber Veganer sind richtig im Arsch. Feministische Veganerin, oh mein Gott. Nein, ach, Leute. Ich meine. Alles gut. Ich kann mich auch zurückhalten. Aber dreimal die Woche gehen nur richtig, die richtig kaputt. Weiß nicht, ich glaube, es gibt wenig Shit, von dem ich getriggert werde. Und wenn, dann ist es so sinnloser Shit, der eigentlich nicht so niemand triggern sollte. Sowas wie, was sagst du da? Erdnüsse sind keine richtigen Nüsse. Genau sowas, ja. Das sind halt so Sachen, wo ich mich voll drüber aufregen kann, ja. Und dann kommen so ernsthafte Diskussionen, wo ich so, ja, I don't give a shit. Egal. Das bringt auch nichts. Ich habe mir auch so als guten Vorsatz dieses Jahr eigentlich auch
auserkoren und es hat teilweise geklappt, teilweise nicht, mich über weniger Sachen aufzuregen im Leben, weil es sowieso so viele Sachen gibt, gegen die man nichts tun kann. Also was ich gerne mache bei so Leuten, die sich sowas vornehmen, ist versuchen herauszufinden, mit was man die am besten triggern kann und das dann bei jeder Gelegenheit tun. Ich überlege gerade mir, was man die mich am besten halt triggern könnte. Frauenkram. Weil, nee, solche Sachen, da könnte ich mich zusammenreißen. Vorurteile aber ich glaube, bei Frauen. Was mich triggern würde, wäre Ungerechtigkeit bei Tieren. Ja, vielleicht. Katzen-Sandwiches? Eher, glaube ich, so was Persönliches, wenn jemand mich jetzt persönlich angehen würde. Ah, nee, das ist das, was, das mache ich nicht so gerne. Das würde mich, glaube ich, nicht triggern. Nur wenn es sein muss, ja, also wenn du dich daneben benimmst, dann schon, aber. Also es müsste jetzt sein in der Situation, Hose, da könntest du ruhig. Anne kann keine auch, Jump and Runs. So. Das ist vielleicht auch was anderes, weil dieses schicke Wort triggern, ne, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen mehr darauf bezogen, man wird durch irgendwas Äußeres, wird irgendwas ausgelöst. Ne? Und wenn man aber persönlich beleidigt wird, dann ist das ja immer was anderes als. Nein, das ist einfach, wenn du anders bist, also du bist getriggert, fertig. Okay. Das hat ja sowieso durch die Internetkultur eine ganz andere Bedeutung bekommen, als es eigentlich war. Es also getriggert zum Beispiel nicht einfach, dass man irgendwie zwanghaft irgendwas verteidigen muss, wenn andere das kritisieren so mäßig. Nein. Das habe ich immer mit Triggern verbunden, sodass die Leute sich immer tierisch... Ja, das meine ich halt auch, aber... Ja. Nee, das ist irgendwie Beispiel, so, weiß nicht, kann man da irgendwie sowas sagen wie, man, also auf Englisch würde ich einfach sagen, man ist very defensive oder so. So. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich bin zu blöd für Deutsch. Sehr verteidigend. Nee, defensiv oder sehr defensiv, ja. Passiv? Passiv-aggressiv oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Da eins hoch, ich gehe da eins hoch. Was wollte ich denn jetzt wieder? Also was mich zum Beispiel in meinen Streams immer voll triggert und ehrlich gesagt, weiß ich auch immer noch nicht so genau, ob das so ein Twitch-Running-Gag ist oder ob das einfach bei mir dauernd kommt, ist, dass immer voll viele Leute fragen, ob ich eine Frau oder ein Mann bin in meinen Streams. Ja, das ist kein Twitch-Running-Gag, das ist doch einfach nur Trolling. Das ist, also einfach nur dieses... Aber das habe ich bei anderen im Stream noch nicht gesehen. Bei mir kommt das voll auf. Das ist nur bei dir. Weil du keine Boobcam hast. So, die ganzen anderen Frauen haben ja offensichtliche Boobcam. Das heißt, die wissen sofort, dass es eine Frau, das ist so ein Troll-Arschloch. Ja, stimmt, du hast eine Facecam, die man tatsächlich mal als Facecam bezeichnen kann. Das könnte ja natürlich furchtbar sein, dass das Kritik dran ist, dass ich keine Boobcam habe. Also ich bin mir auch oft unsicher. Nice, einfach mal wie Trump in den Schritt packen, dann weiß man das. Ne? Grab them by the pussy. Wenn es kein Pussy ist, wirst du schon merken. Ach, vielleicht macht er das deswegen. Der ist sich einfach nur nicht sicher und damit er nichts Falsches sagt oder so. Soziale Unsicherheit. Einfach mal testen, ne? Er ist sich seiner Sexualität nicht sicher, oder was meinst du damit? Neue, ich glaube, der ist sich, also bei der Frisur ist er sich gar nicht sicher. So viel ist sicher. Er ist sich sicher, dass er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ich bin mir da nicht so sicher. Im nächsten Ziff-Teil gibt es Trump als Leader. Oh Gott. Doch bestimmt schon Mods oder so ein Shit für, ne? Ja, natürlich. Gab es schon für Ziff-5. Der hat dann, da muss aber dann sowas machen, dass also der ist voll getriggert, wenn Mexiko mitspielt oder so. Und immer wenn es Mexiko gut geht, ist der voll so. Wenn du Mexiko als Verbündeter hast, dann. Der hatte auf jeden Fall immer einen Malus gegen die Azteken, ja. Ups. Der denunziert dich auch einfach so aus Versehen dann. Hat nicht noch Kappen? Ja, er hatte generell, glaube ich, diplomatischen Malus und sein Spezialgebäude war immer eine Mauer. Spezialgebäude, Mauer. Auch damals schon im 5. Shit. Ja, es gibt auch schon im 5. für den 5. Teil Mods, ja, die das machten. Ja, haben. Das meine ich ja. Ja. Vielleicht ist ja auch erst ein kürzlicher Mod, der aber für den 5. ist. Das kann sein. Ach ja, Carpenter. Darauf beziehen sich die Maxi McFly'schen Quellen nicht. Das stimmt. Hä, hab ich auch gesagt. Was? Nicht so wichtig. Aber Quellenangaben so, werden abgefragt beim Examen. Gebäude wird langsam von der Richtigkeit mehr besser. Mehr besser. Kriegt langsam Rückseite. Ist nicht so wichtig, weil von der Seite guckt keiner, aber... Weil von der Seite ist Rücken. Genau. Doch die ganzen Obdachlosen. Liegen ja zwischen den ganzen Gassen. Achso, dann würde ich nicht Gebäude. Rückseite sagen, sondern Rückseite. Rückseite. Heißt auch Rucksack, ne? Das heißt Rucksack, Rückseite, Russland. Rukus. Rukus. Rucola. 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 Mein bester Freund Rucola. So eine rote Lampe sieht in der Nase von dem Vieh aus wie ein Popel. Sag mal, Guru, wie hat dir eigentlich der
jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber es interessiert mich trotzdem, der Hero-Trailer von Sombra gefallen? Oh, Jesus. Boop. Schon so lange her. Ach komm, jetzt so lange ist das auch wieder nicht her. Ich muss schon wieder Steine holen. War okay. Meint ihr jetzt den Trailer an sich oder auch die Präsentation vor allem auf der Blitzcon? Auf der Blitzcon! Nee. Hitler hat dieses Jahr erneut eingeladen zur Blitzcon. Blitzcon. In Paris. Sag mal, bin ich eigentlich zu blöd, mir unterschiedliche Höhen zu merken? Das ist eine rhetorische Frage. Ja, leider. Nee, fand ich okay, den Trailer. War gut, aber ich finde ja, dass ich weiß nicht, sie könnten einfach mehr Helden reinbauen, mal die Story richtig erzählen, weil warum ist am Ende, Spoiler, ist am Ende Saya zu sehen und so. Es ist halt. Es gibt eigentlich voll viele lose Enden, die nicht zusammenpassen. Ich fand das Heldendesign, also als jemand, der es jetzt nicht gespielt hat oder so, ich fand das Heldendesign furchtbar langweilig, als ich die gesehen habe zum ersten Mal. Ich dachte, Sombro oder wie auch immer der heißt, wäre so ein cooler Mexikaner oder ist so. Ist eine Frau, aber das macht ja auch nicht. Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, ich finde das Heldendesign furchtbar langweilig. Die hätten, ruhig mal, so eine, die hätten ruhig mal so eine fette, vegetarische, getriggerte Social Justice Warriorin nehmen können oder sowas. Findest du nicht. Damit die sich inkludiert können. Wie hat das so ein Kritiker von Overwatch so genannt? Du findest nur Waifu-Material. Also, ne, hier von wegen so wo Gamer sich richtig so, oh, die sehen geil aus, mäßig. Oh, und dann regt sich Blizzard drüber auf, wenn da Pornos drüber kommen, oder was? Ja, nicht Blizzard, die sich aufgeregt haben. Es waren ja die Frauen, die sich aufgeregt haben. Die, das stimmt. Echt? Ich dachte, Blizzard hat sich aufgeregt. Die Social Justice Warriors, wie sie sich nennen. Ich glaube, die nennen sich nicht selber so, aber okay. Also, zumindest für mich ist das Wort sehr negativ behaftet mittlerweile. Ja, mittlerweile schon. Ja. Nicht, dass ich vorher dachte, das wäre super so oder so. Findest du also jetzt no Fans und so, aber findest du Anna so sexy? Anna ist eine alte Oma. Findest du Oma sexy? Naja, aber für eine alte Omi ist sie schon sexy. Warte, ich muss kurz meinen inneren Social Justice Warrior befragen. die sehen alle besser aus als ich, also ja, definitiv. Die sind alle nicht mal, realistisch. Guck dir mal die junge Anna an. Wobei ich bei Overwatch sagen muss, ich finde das gut, dass nicht alle Charaktere, sowohl männlich als auch weiblich, sehr gleich aussehen. Wie soll ich sagen? Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass aber ich wieder denke, die Frauen, die haben, also, die haben alle zumindest eine ähnliche Figurproportionalisierung. Nee, zum Beispiel May sieht ganz anders aus. Und Anna ist alt. Also so ganz ehrlich. Ja gut, aber die haben keine irgendwie, weiß ich nicht, übergewichtige oder eine Tonne, so wie ich weiß nicht, also Vergleich. Und Saya ist mal Gewichtheberin gewesen in Russland. Saya ist schon ziemlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, die ist mal ein Mann gewesen, aber gut. Die bedient bestimmt auch irgendeinen Fetisch, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Und May sieht zumindest so aus, als wäre sie nicht schlank, aber angeblich. May so. Ist Bay. Das ist einfach nur ein Parker. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Arktis-Forscherin, Alter. Ja, May hat schon Rundungen. Sieht schon so ein bisschen. Glaube ich, ziehe mich aus dieser Diskussion zurück. Reden wir über was anderes, was weniger was furchtbar man ist. Was man eigentlich sagen muss, es gibt keinen Charakter, und ihr müsst euch das mal im Verhältnis angucken, bevor ihr mir jetzt widersprecht, es gibt keinen Charakter in dem Spiel, der übermäßig große Boobs hat. Ja, ich glaube, das ist das, weswegen mich das Spiel dann doch nicht überzeugen konnte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber wirklich nicht. Hat Widow nicht im Verhältnis zum Körper relativ nee, große? Nee, sie hat im Verhältnis zu ihrem Arsch hat sie winzige Brüste. Muss ich mal gucken. Ja, aber die Hintern haben sie alle für Torbjörn so groß gemacht, ne? Wenigstens erklärt das jetzt, warum die Overwatch-Pornos alle also so unrealistisch sind, weil die alle so Riesenhupen haben. Der Designer muss auf jeden Fall eher einen Arschfetisch als einen Bubfetisch gehabt haben. So, wenn man das mal so sagen will. Aber Diva hat doch, oder hat Diva nicht? Diva hat einfach nur ein verdammt enges Outfit an. Was passiert, wenn die Overwatch-Girls sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Diva einfach nur so ein Fetisch in Richtung nicht ganz, also, Gamer, ne? Girls, Asian Girls halt, ne? Okay. Die sieht halt aus, als wäre die 12. Lassen wir das mal so stehen vielleicht. Die ist auch nur 19 oder so, ne? Ich finde, die sieht mega aus wie 12. Asiatische also, Frauen altern ja auch nicht, das weiß ich doch, Hose. Diese Klasse. Nee, pass mal auf, weißt du, wie asiatische Frauen altern? Die sind einfach zwischen 16 und 20, bis sie 50 sind, und dann sind sie 300. Ja, das sind plötzlich so altern. Ja, genau, ist wirklich so. Die wachen morgens auf, fuck. Das sind jetzt die normalen Outfits, ja, und da sieht man, dass, also die haben maximal wirklich, und wirklich nur maximal, alle Körbchengröße C. Und Tracer wahrscheinlich noch kleiner. Also der Link funktioniert irgendwie nicht. Ich habe sehr viel Werbung. Ja, ich auch. Okay. Ich kann den Link nicht mal sehen, weil ich im Vollbild bin. Deswegen.
Das war für mich auch jetzt nicht so wichtig. Der Link funktioniert. Join the Nation. Ja, aber da fehlen ja welche. Ja, aber es sind ein paar, ja. Warte, Diva fehlt, ne? Diva, Saya, Ana, Sombra. Ja, aber von denen jetzt. Bei Farrah kann man jetzt auch nicht so viel sehen. Der hat ja eine. Ja, bei Farrah die hat eine Rüstung. Ja, aber Farrah wird normal gebaut sein, schätze. Ja, aber die, also die. Dann hat Tracer relativ. Mercy hat eigentlich die, oder? Ja, ich glaube, das liegt daran, also dass das so betont wird. Also verhältnismäßig sieht es auch so aus, als wäre hätte Mercy die. Könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer in Overwatch die dicksten Hupen hat, bitte? Ja, danke. Schreibt bitte auch die anderen Spiele, die wir noch, meinst du, Mercy ist zünftig bestückt? Guckt euch dagegen doch mal die ganzen anderen Gegner. Ich glaube, Farrah hat am meisten, das siehst du nur wegen dem Brustpanzer. Ja, vielleicht hätte die auch genau am wenigsten und der Panzer ist einfach ausgewölbt, weil sie da, weiß ich nicht, Taschentücher reingesteckt also hat oder so. Ich bin absolut der Meinung, dass Saya am meisten hat. Das sind nur Muskeln. Am meisten Muskeln, Alter, ey. Fettgewebe, Junge. Ah ja, da haben wir ja. Alter, bei Saya, ja, da drückt eher die Brust dich als umgekehrt. Das ist doch eklig. Ja, bei Diva ist eigentlich ziemlich wenig, ne? Und May die hat auch relativ so große Boobs. Weiß nicht. Bei May weiß man halt nicht, ob das da wirklich einfach dieser dicke Wintermantel ist oder ob da wirklich so viel Mercy, ist. Mercy, Symmetra und Widowmaker, die haben vielleicht C. Und Tracer, würde ich sagen. Vielleicht sind wir jetzt echt B. wieder bei Bewundernswert, ja, dass sie das einschätzen kann. So, ne? Also, das ist rein theoretisch. Hatten wir nicht schon mal das Thema Brustgrößen und so Shit? Haben wir doch jede Folge, oder? Haben wir das jede Folge? Ja, deswegen wirklich? Ja. Das, ja, das ja, hat auch ja, jeder, der mal nach BHs suchen musste. Also von daher. Oh ja, das stimmt. Ich muss öfter mal nach BHs suchen. Aber ja, es ist echt schwer, als Kerl irgendwo A-halbe zu finden. Beim also, Sport. Gut, ist schon. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wow. Schreibt in die Kommentare. Nein. Wer jetzt die größten Boobs hat bei Overwatch. Bis dann. Haut rein. Ja, schreibt es in die Kommentare.